schön, dass du da bist. Heute Morgen ist es gekommen. Ist es gesund? Klar. Hast mich lange nicht mehr besucht. Macht der Computer Spaß? Ich kann schon Bilder einscannen. Hallo, Jennifer. Hallo. Was machst du denn hier? Lass gut sein, Mark. Wie heißt es denn? Wenn du willst, kannst du ihm einen Namen geben. Mark! Siehst du ihn? Was ist? Da. Da ist er! Er läuft zum Meier! Da, da ist er. Sei still, Lion. Na? Willst du wieder wegrennen, Muttersöhnchen? Vor dir, du Großmaul. Wo ist mein Walkman? Such ihn doch. Du Wichser, hast ihn irgendwo versteckt, wie meine Comics. Rück ihn raus. Wenn ich meinen Walkman bis morgen nicht wieder habe, dann kriegst du Scheiße noch eine Abreibung. Hast du verstanden, du Wichser? Denk an morgen.
dich wieder mal gekriegt? Nein. Komm mal her. Na los. Na los. Komm mal her. Na komm mal her. Lass ihn in Ruhe. Na los. Na komm mal her. Komm mal her. Na siehst du. Lion, komm her. Lion, hörst du nicht? Komm her. Bei mir gefällt's dir doch, was? Das willst du auch bei so einem. Kommt doch sowieso bald ins Gefängnis. Und dann bist du ganz allein. Er gehört mir. Seit wann kümmerst du dich darum, wenn was gehört? Willst du ihn noch mal streicheln? Bitte gehen Sie zurück. Das geht Sie hier nichts an. Ich fürchte doch. Oh. Obermeister Krause, ich halte hier den Außenposten. Ich bin... Ich weiß. Wer hat Sie gefunden? Der Bürgermeister. Er hat am Fluss geangelt und sie auf dem Halbweg entdeckt. Sonst hat er nichts gesehen. Weiß man, wer sie ist? Jennifer Prochner, ein Mädchen aus unserem Dorf. Die Eltern sind tot, sie lebt bei ihrer Großmutter. Wahrscheinlich erschlagen. Damit klebt Blut dran. Sagen Sie mal, sind Sie total verrückt geworden? Der war noch nicht abgeklebt. Sie können mir helfen. Sorgen Sie dafür, dass die Presse verschwindet. Komm, Leute, geht. Gut, genug fotografiert. Komm, geht. Zeichen einer Vergewaltigung? Kann ich nicht ausschließen. Fast nur ein Kind. Wir haben auch noch Pech. Was dieser Supermann an Spuren übrig gelassen hat, hat der Regen verwischt. Versuchen wir es trotzdem mit den Hunden. Sie laufen zum Dorf! Ha ha ha!
Mein Name ist Rosenbaum. Wanda Rosenbaum. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ist was mit Jennifer? Ich glaube, sie braucht ihre Tropfen. Wer sind Sie? Dr. Augustin, Tierarzt. Bringen wir sie hinein, damit sie sich hinlegen kann. Hallo, Mark. Hämatome an der linken Schläfe. Wie oft hat der Täter zugeschlagen? Nur einmal. Ein einziger Schlag hat genau die Schläfe getroffen. Knochensplitter sind ins Gehirn eingedrungen. Sie muss sofort tot gewesen sein. Sehen Sie das hier? Könnte eine Kette gewesen sein, die abgerissen wurde. Wir haben den Tatort weiträumig abgesucht. Keine Kette. Hat es einen Kampf gegeben? Keine Hautreste unter ihren Fingernägeln. Sie hat sich nicht gewehrt. Oder keine Chance gehabt? Keine Penetrationen? Kein Sperma im und am Körper. Ihre Sachen habe ich mir noch nicht vorgenommen, aber auf jeden Fall war Jennifer auch vorher schon keine Jungfrau mehr. Sie war erst 14. Ist eben heute alles ein bisschen früher. War sie... Nein, nein, schwanger war sie nicht. Was ist mit dem Stein? Das Blut stammt von ihr. Wenn da noch was anderes war, dann kann sich der Täter bei unserem Dorfscheriff bedanken. Schon eingelebt? Hatte nicht mal angefangen, die Umzugskisten auszupacken, als der Anruf kam. Coole Hose. Bitte? Coole Hose. Finden Sie? Ja. Das sind 118 Stufen, Sie wollen doch nicht etwa. Ist das Ihr Ernst? Ich will mir einen Überblick verschaffen, Herr Krause. Hör mal zu. Rufen Sie, wenn Sie oben sind, ich erkläre Sie vor die unten. Sie kommen mit. Was? Kann nicht schaden. Da hinten zwischen der Brücke und dem Wehr. Da ist der Fundort. Sehen Sie's? Ja. Der Weg über die Brücke ist der einzige Zugang zum Tatort von außerhalb. Unterhalb der Brücke hat der Bürgermeister geangelt. Wer von der Seite zum Tatort wollte, musste an ihm vorbei. Und er hat niemand gesehen? Niemanden. Seit wann hat er dort geangelt? Ach, schon immer. Sie meinen, verstehe, seit 12:30. Beim Angeln, sagt er, kann er sich besser Gedanken machen über das Wohl unseres Dorfes.
Herr Spinner, bringt bis jetzt mehr Fische als Ideen mit nach Hause. Und? Kommt er als Täter in Frage? Warum sollte er uns zur Leiche des Mädchens führen? Das heißt, der Täter muss über das Wehr gekommen sein. Ja. Haben sich Fremde zwischen 13 und 15 Uhr im Dorf aufgehalten? Was ich gehört habe, gegen 16.30 Uhr war jemand da. Er wollte Versicherung verkaufen. Hätte denn ein Fremder durch das Dorf gehen können, ohne dass ihn jemand bemerkt? Hier bei uns nicht. Das ist nicht möglich. Wenn die Frau vom Bürgermeister ihren Mann im Schlafzimmer predigt hält, weiß am nächsten Morgen das ganze Dorf. Wir müssen den Mörder im Dorf suchen. Das heißt es doch, oder? Ach was, hier gibt's keinen Mörder. Das ist ein ordentliches Dorf. Dann hat sich das Mädchen selbst erschlagen und anschließend den Stein weggeworfen. Das allerdings wäre für die meisten hier die beste Lösung. Was ist mit den Spuren am Stein? Was für Spuren, Herr Krause? Tut mir leid. Gibt's was Neues, Horst? Wirst du schon noch früh genug erfahren. Früher haben hier fast alle in der ÖPG gearbeitet. Nun hängen sie rum, haben nichts zu tun und die Wände haben Ohren. Grüß Gott, Herr Pastor. Tag. Das hier ist... Ich weiß. Wie geht es ihr? Sie hat ein starkes Herz, das auf Gott vertraut. Weiß man schon, wer es war? Vielleicht kommt der Täter zu Ihnen. Im Beichtstuhl. Die evangelische Kirche kennt keine Beichte. Haben Sie es nicht im Politenbericht gelernt? Da hatten wir zu tun, die Hirten des Herrn bei ihrer konspirativen Tätigkeit zu beobachten. Eigentlich mögen wir uns. Ja. Lisbeth? Lisbeth? Ja, was ist? Lisbeth, die Frau Kommissarin möchte... Ach, Sie wollen sich sicher Jennifers Zimmer ansehen. Gern. Ja, danke. Bitte. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Ja. Hatte Ihre Enkelin jemanden, den sie öfter getroffen hat? Sie war ein gutes Mädchen. Das war sie ganz sicher. Einen Freund vielleicht? Sowas macht Jennifer nicht. Sie ist doch... Sie war doch erst 14. Ein gutes Mädchen. Sie war immer um 8 zu Hause. Ich habe aufgepasst, dass sie sich nicht rumgetrieben hat. Ich kann es nicht fassen. Die haben sie wirklich erwartet. Ja. Hat Jennifer Taschengeld bekommen? Natürlich. Wie viel denn? 8 Mark die Woche habe ich ihr gegeben. Frau Prochnow, ich werde einige Sachen Ihrer Enkelin abholen lassen. Sie bekommen sie natürlich zurück. Bitte lassen Sie alles hier so lange unberührt. Ja. Warum klettert ein 14-jähriges Mädchen heimlich aus dem Fenster? Dazu teure Jeans, jede Menge Schmuck für 8 Mark in der Woche. Wir müssen alle Alibis im Dorf durchgehen. Zuerst die Männer, wir fangen mit dem Bürgermeister an. Aber vorher sollten wir uns doch... Vielleicht etwas stärken. Dann die Ehefrauen. Vielleicht hatte ja eine Grund zur Eifersucht. Wussten Sie das, wenn man viele kleine Mahlzeiten wählt, man nicht zunimmt? Die Verkaufsstelle hat einen Imbissstand. Aber seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen. Er gehört der Frau vom Bürgermeister. Die ihrem Mann abends im Schlafzimmer immer eine Predigt hält. Und wer war's? Sag schon. Dienstgeheimnis. Hey, was machst du da? Komm hoch. Zeig mal deine Taschen.
Was willst du hier? Wenn du hier nichts willst, dann scher dich gefälligst raus. Geben Sie ihm eine Cola. Na, da haben Sie sich ja den richtigen ausgesucht. Passen Sie auf, dass Sie Ihr Portemonnaie noch haben, wenn Sie nachher in Ihr Auto steigen. Kannst du nicht mal Danke sagen? Was ist das denn? Wäscht deine Mutter deine Sachen nicht? Du läufst ja rum wie ein Strolch. Das ist Erdbeermarmelade. Warte mal. Warum bist du nicht in der Schule? Keine Lust? Das geht Sie doch nichts an. Ein bisschen schon. Marmelade? Ich war im Stall. Anja hat gekalbt. Das Blut ist vom Kälbchen. Glauben Sie dem kein Wort. Der lügt, wenn er den Mund aufmacht. Wie heißt du denn? Bart Sommer. Warum sollte er nicht die Wahrheit sagen? Oder, Marc? Nur, wenn es die Wahrheit ist, warum wolltest du gerade eben wegrennen? Ich mach dir einen Vorschlag. Du ziehst das T-Shirt aus, nicht hier zu Hause. Und gibst es mir mit und wir sehen, was das für Blut ist. Wollen Sie doch mal vorher aufessen? Was wollte die Polizistin von dir? Antworte deiner Mutter. Mein T-Shirt. Dein T-Shirt? Warum? War Blut dran. Was für Blut denn? Kein Rinderblut. Sondern? Blutgruppe AB, Rhesusfaktor negativ. Und bei dem Mädchen? Raten Sie. Blutgruppe AB, Rhesusfaktor negativ. Der genetische Abdruck dauert noch, aber ich würde an Ihrer Stelle dem Miss Caddy Harpoon in die Eier hauen. Das ist kein Kerl. Das ist krass. Und eine Frau? Es ist ein Kind. 13 Jahre alt. Die Mutter fährt die Post aus, der Vater arbeitet in einer Fleischfabrik. Er ist auf dem Weg. Können wir uns setzen? Hat er wieder was angestellt? Marc. Lass uns noch einmal über den Fleck auf deinem T-Shirt sprechen. Ich habe ihr noch gesagt, das Blut ist von der Kuh. Können Sie nicht zuhören? Hey, red nicht so mit der Frau Kommissarin. Ich verstehe ja, dass du wütend bist. Du hast gelogen und nicht mal sehr schlau. Du kennst es doch. Bei der Polizei gibt es Geräte, die bemerken Sachen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen. Zum Beispiel, dass das Blut nicht von deiner Kuh ist. Es ist von gar keiner Kuh. Ich habe mich geschnitten. Dann kannst du mir sicher zeigen, wo. Na los, zeig's ihr. Vielleicht ist das ja so eine 24-Stunden-Wunde. Sowas gibt's nicht. Stimmt. Ich glaube, dass du ein intelligenter Junge bist. Du bist viel zu klug, um so schlecht zu lügen. Das tun nur dumme Jungs. Und Jungs, die Angst haben. Hast du Angst? Nein. Jemand zu verpetzen? Nein. Was soll das alles mit dem Blut? Immer wenn im Dorf irgendwas passiert, dann ist es mein Sohn. Aber er ist ein guter Junge. Marc. Es ist doch nicht wegen dieses Bluters. Wollen Sie etwa sagen, dass mein Sohn etwas mit dem Tod von Jennifer zu tun hat?
Sag ihr, dass du nichts getan hast. Er war die ganze Zeit zu Hause. Wir haben drei Zeugen aus seiner Schule, dass er in der Nähe des Flusses war. Ihre Aussagen decken sich. Marc, der Fleck auf deinem T-Shirt beweist nur, dass du bei Jennifer gewesen bist, nichts weiter. Hast du irgendetwas gesehen? Marc. Komm! Sie werden ihn nicht wieder schlagen. Kann ich Sie jetzt loslassen? Tut mir leid. Was hast du denn wieder angestellt? Der Junge macht, was er will. Treibt sich in den Ställen rum. Er hilft Dr. Augustin. Vielleicht sollten wir die Befragung woanders fortsetzen. Mein Junge geht nirgendwo hin, ja? Würde ich mir an deiner Stelle noch mal überlegen. Ich werde Ihren Sohn hier rausbringen. Zu seiner und Ihrer Sicherheit. Sie gehen vor. Herr Krause, versuchen Sie es ohne das halbe Dorf zu erschießen. Verstehe. Also ist es wahr, er hat sie umgebracht! Gar nichts hat und jetzt verschwindet! Das ist eine Weisung der Staatsmacht! Hau ab! Erst ein Dieb und jetzt ein Mörder! Lass die Finger von meinem Sohn! Bürgermeister dieser Gemeinde erwarte ich eine Antwort auf unsere Fragen. Na, du geh lieber angeln. Was habe ich euch immer gesagt? Der Junge gehört weggeschlossen, ja? Irgendwann einmal musst ihr... Halt den Mund! Wird das hier so ein Verhör wie im... Nein, nein. Sie brauchen auch keinen Anwalt. Oh Gott, wenn Sie im Fernsehen sagen, man braucht keinen Anwalt, dann ist das immer nur ein Trick. Ich möchte mich nur mit Ihrem Sohn unterhalten. Ich habe nicht einmal das Recht, ihn hier zu behalten. Du warst also am Tatort. Los, antworte auf die Frage. Also, da lag Jennifer. Sieht ja ganz anders aus als im Fernsehen. Was sah ganz anders aus? Das Blut? Sie hat voll komisch dagelegen. Voll cool. Du hast dich also über sie gebeugt, um zu sehen, was mit ihr los ist. Und dabei ist das Blut an dein T-Shirt gekommen. Und dann bist du weggerannt, weil du Angst hattest. Ich habe keine Angst. Hast du etwas beobachtet? Hast du jemand gesehen? Sie glauben, es war ein anderer? Bumm. Einmal. Er hat voll lustig dagelegen. Ich wollte es nochmal machen mit dem Stein. Aber sie ist so schnell umgefallen. Was erzählst du denn da für eine Scheiße, Junge? Du hast sie doch nicht umgebracht.
Haben deine Eltern recht? Niemand wird dir hier was tun, das verspreche ich dir. Haben Sie recht? Als du Jennifer geschlagen hast, warst du wütend, aber du wolltest ihr nicht richtig wehtun. War es so? Es war ihre eigene Schuld. Du hast ein Kind. Du hast sie nicht umgebracht. Sie hat's verdient. Warum hast du Jennifer umgebracht? Mark. Kann ich jetzt gehen? Was passiert denn jetzt mit meinem Jungen? Wir machen eine Abschrift hiervon, Sie unterschreiben sie und dann können Sie ihn wieder mit nach Hause nehmen. Nein, nein, er kann nicht zurück. Die Leute bei uns, die... Oh Gott im Himmel. Haben Sie Verwandte, bei denen er... Siehst du, was du uns antust, Junge? Er könnte bei mir übernachten. Ich will nicht zu dir. Du willst deine Klappe, ja? Du tust, was sie sagt. Du gehst mit ihr, ist das klar? Morgen sehen wir dann weiter. Ziehen Sie aus? Nein, ich bin gerade eingezogen. Ich vergesse nur immer wieder, das Schild rauszunehmen. Was ist denn? Hast du Angst? Haben Sie das gemalt? Nein. Annette, meine Tochter. Hunger? Du musst nicht mit mir reden. Im Kühlschrank steht was zu trinken. Mark? Ich vertraue dir. Alles okay? Danke. Ich hätte sicher wieder Wochen gebraucht, um das Ding aufzustellen. Wie hast du mein Passwort geknackt? Dr. Augustin sagt, es gibt nur 7 verschiedene Arten von Geiern in Afrika. Sie fressen, was die Löwen übrig lassen. Die Großen sind immer die Ersten.
Und die anderen müssen warten, bis sie satt sind. Erst dann dürfen sie fressen. Du kennst dich gut aus. Mit Tieren. Wenn ich groß bin, werde ich Tierarzt. Ist ein schöner Beruf. Der Hund, der uns hinterhergerannt ist, gehört der dir? Wie heißt er? Lion. Klingt schön. Hast du den Namen her? Aus dem Film. Wohnen Sie hier allein? Ich hoffe, dass meine Tochter mich mal besuchen kommt. Sie sind geschieden. Sehe ich so aus? Im Fernsehen sind alle Polizisten geschieden. Tja, wenn Sie es im Fernsehen sagen. Löwen haben keine Angst. Dr. Augustin sagt, früher gab es überall Löwen, nicht nur in Afrika. Aber die Menschen haben die meisten umgebracht. Ich könnte keine Tiere töten. Aber einen Menschen? Mein Vater tötet Tiere. Warum hast du Jennifer erschlagen, Mark? Weil sie voll blöd war. Alle sind blöd. Wie ist es passiert, Mark? Jetzt macht keiner mehr Witze. Man erschlägt keinen Menschen nur, weil er Witze über einen macht. Sie dachte, ich bin genauso blöd wie alle anderen. Aber ich habe genau gesehen, wie sie nachts aus dem Fenster geklettert ist. Weißt du, wen sie nachts getroffen hat? Vielleicht Konrad? Konrad, der Sohn eures Bürgermeisters. Und du? Wolltest du auch ihr Freund sein? Mark. Tut dir Jennifer nicht leid? Komme ich jetzt ins Gefängnis? Nein. Sie hätten ihn überhaupt nicht mitnehmen dürfen. Und in der Dorfmeute überlassen? Dafür gibt es am Jugendamt einen Notdienst. Der Junge ist kein Ausreißer, der für eine Nacht ein Bett braucht. Ich dachte, bei mir zu Hause kann ich besser mit ihm leben. Sie sind neu hier, Frau Rosenbaum. Unsere Kollegen halten sich an die Vorschriften. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer alten Dienststelle war. Oh, das Übliche. Wir haben Schmiergelder kassiert, Joints geraucht, Verhaftete misshandelt. Wer hat mich umstellen müssen? Ich nehme an, das ist Sarkasmus. Alleine mit dem Jungen in einem Haus, hatten Sie denn keine Angst? Doch. Guten Morgen. Das ist Frau Rosenbaum, die ermittelnde Hauptkommissarin. Staatsanwalt Worms, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Jobst. Dr. Jobst. Dr. Jobst ist Verhaltenstherapeut und Leiter einer Klinik für verhaltensauffällige Kinder. Nehmen Sie Platz, Frau Rosenbaum. Mark Sommer hat in seinem Geständnis Täterwissen offenbart. Er wusste, dass Jennifer mit nur einem Schlag getötet wurde. Ohne ersichtliches Motiv. Vielleicht will er sich nur wichtig machen. Ist Mark schon früher auffällig gewesen? Im Dorf gilt er als Dieb und Lügner. Alle halten ihn für zurückgeblieben. Ich glaube, er ist sensibel und begabt. Aber er hat doch immer wieder gestohlen. Wir nennen das Self-Fulfilling Prophecy. Möglicherweise verhält er sich so, wie es von ihm erwartet wird. Alle halten ihn für einen Dieb, also klaut er. Der Junge tritt die Flucht nach vorne an. Die Taten können Hilferufe sein, die niemand hören wollte. Das heißt, es gibt jede Menge Gründe für ein 13-jähriges Kind zu lügen. Existieren andere Verdächtige? Bis jetzt könnte es jeder sein. Sogar der Bürgermeister. Hat der Junge Reue gezeigt? Nein. Er scheint nicht einmal ein Bewusstsein seiner Schuld zu haben. Heute schon mal in die Zeitung geschaut. Sie wissen doch, wie hysterisch alle allein auf das Thema Missbrauch reagieren. Vielleicht soll ein Kind ein Mörder sein. Teile der Presse schreien schon nach der Herabsetzung des Alters für die Strafmündigkeit auf unter 14. Die Region hat schon so genug Probleme. Sie braucht jeden Investor und jeden Touristen zum Überleben. Wir sollten davon ausgehen, dass der Junge lügt und sich nur wichtig macht. Nur, dass Sie mich richtig verstehen. Ich suche die Wahrheit. Nicht das, was am wenigsten wehtut.
Also nehmen wir einmal den Fall an, dass der Junge die Wahrheit sagt. Hypothetisch. Er ist unter 14 strafunmündig. Unser Rechtssystem kann mit so jemandem nichts anfangen. Könnte er in ein Heim? Nur, wenn die Eltern es selbst wünschen. Und auch nur, wenn das Kind selbst es will. Ansonsten wird der Junge wieder nach Hause entlassen. So sieht's aus. Wir können ihn nicht zu seinen Eltern lassen. Wenn er gemordet hat, braucht er Hilfe. Wenn nicht, ebenfalls. Aber nicht von uns. Könnten Sie rausbekommen, ob sein Geständnis der Wahrheit entspricht? Dazu müsste ich eine Verhaltensanalyse mit ihm machen. Nur wenn die Eltern zustimmen. Ich rede mit Ihnen. Und ich werde vor der Presse eine Erklärung abgeben, dass wir noch keine definitiven Ergebnisse haben und in alle Richtungen weiter ermitteln. Wissen Sie irgendwas Besonderes von ihm? Er versteht etwas von Computern. Und er liebt Tiere. Besonders Löwen. Hallo. Hallo. Danke, Tamara. Kein Problem. Tschüss, Marc. Tschüss. Ich möchte dir Dr. Jobst vorstellen. Hallo, Marc. Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Muss ich mit dem reden? Nein. Tschüss. Hör mal, ich mache dir einen Vorschlag. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ich bin kein Baby mehr. Eigentlich ist es eher ein Rätsel. Wenn du es löst, dann frage ich dich nicht weiter. Wenn nicht, dann kommst du für ein paar Tage zu mir. Okay? Kein Interesse. Es handelt von einem Löwen. Von einem Löwen. Also, willst du es hören? Ja. Gut. Ein Löwe war zu alt, um noch alleine auf die Jagd zu gehen. Er lag in seiner Höhle und wurde immer schwächer. Also dachte er sich eine List aus. Immer wenn ein Tier vorbeikam, dann sprach er mit hoher und schwacher Stimme: Ich sterbe. Komm zu mir und klopfe mein Kissen auf. Ja, hatten die Tiere natürlich Mitleid, gingen hinein. Ups, hat er sie aufgefressen. Blöd. Ja, immerhin kein schlechtes Leben, oder? Gut, eines Tages kam der Fuchs vorbei. Da fragte der Löwe ihn das Gleiche. Aber der Fuchs war zu schlau, um hineinzugehen. Warum? Das frage ich dich. Na, vielleicht hat jemand von den anderen Tieren ihm Bescheid gesagt. Wie denn? Der Löwe hat sie doch immer gefressen. Wir sehen uns bei mir, Marc. Wieso ist der Fuchs nicht reingegangen? Weil es nur Spuren gab, die hineinführten und keine, die herauskamen. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es deinem Jungen geht. Stimmt das, dass sie ihn da behalten haben? Ja. Glauben die wirklich, dass er es war? Naja, wenn du ihn siehst, dann sag ihm, ich glaub's nicht.
Ja? Nein. Wie spät ist es bei Ihnen? Ach wo. Sie haben mich nicht geweckt. Ja, ja, ich komme. Ich wollte sowieso gerade aufstehen. 2:30? Bin ich zu früh? Kaffee? Danke. Wann schlafen Sie eigentlich? Ich wollte, dass Sie es selbst sehen. Was? Auf der Decke, die Jennifer bei sich hatte, habe ich Spermaspuren gefunden. Auch an der Kleidung. Sie hatten vorher noch... Der Junge ist erst 13. Ich wollte, dass Sie es mit eigenen Augen sehen. Hier... Die DNA-Analyse seines Blutes. Daneben die des Spermas von der Decke. Kapier ich nicht. Die sind nicht identisch. Das heißt... Es gibt noch jemand anderes. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich wusste doch, es gibt bei uns keine 13-jährigen Mörder. Wie gehen wir vor? Wir müssen die DNA-Strukturen aller geschlechtsreifen Männer des Dorfes mit der des Spermas vergleichen. Gut, wie viele sind das? 43, zwischen 14 und 70. Das heißt, ich brauche eine richterliche Anordnung. Keine Chance, kriegen wir nicht. Das käme einer Pauschalverurteilung gleich. Dazu bräuchten wir konkretere Verdachtsmomente. Hab ich nicht. Sie geben sich doch sonst immer so unkonventionell. Lassen Sie sich was einfallen. Blöffen Sie ihn, drohen Sie ihnen. Es ist mir egal, wie Sie das machen, aber bringen Sie mir den Kerl. Du, komm, komm. Frau Kommissarin, würden Sie bitte auch zur Bühne stehen. Du nicht so zögern, ich weiter. Komm. Wir wollen anfangen, komm doch, komm. Sie haben sicherlich schon gehört, warum wir uns hier versammelt haben. An Jennifers Kleidung wurden Spermaspuren gefunden. Wir können nicht ausschließen, dass sie kurz vor ihrer Ermordung sexuell missbraucht worden ist. Missbraucht? Dieses Früchtchen! Wer immer derjenige war, es war nicht Mark Sommer. Und was heißt das? Es war einer von Ihnen. Wir benötigen von allen Männern zwischen 14 und 70 Blut und Sperma. Hat noch jemand Fragen? Wollen Sie damit sagen, alle Männer hier sind verdächtig? Wissen Sie, was das für unser Dorf bedeutet? Erst sind wir ein Killerdorf und jetzt sind wir Kinderschänder. Was wollen Sie uns noch alles anhängen? Wissen Sie, da arbeitet man als Bürgermeister wirklich Tag und Nacht, damit das Dorf eine Zukunft hat. Und dann... Beißen die Fische nicht! Also, wenn mir hier jemand einen runterholt, dann Sie! Können Sie uns die richterliche Anordnung zeigen? Der Test ist juristisch gesehen freiwillig. Ja, wenn das so ist. Das heißt also, niemand von uns ist dazu verpflichtet. Habt ihr das gehört?
Habe ich recht? Keiner von uns ist dazu verpflichtet. Ja, dann. Schön, dass Sie uns besucht haben, Frau Kommissarin. Abmarsch. Ich würde schon gern wissen wollen, welcher Schweinekopf es mit Jennifer getrieben hat. Was? Judith! Ich meine, wer nichts zu verbergen hat vor Gott, hat nichts zu verbergen vor uns. Ja, ich will das Schwein Herr auch Krause. Kennen, dass sowas tut. Sie melden sich jetzt und sagen, Sie wollen anfangen. Was? Sie melden sich jetzt. Ich bin hier Polizist. Nicht nur. Ich meine, was sollen die Leute hier denken, wenn ich... Sie müssen mir helfen. Sehe ich aus wie jemand, der es mit kleinen Mädchen treibt? Sieht Max Sommer wie ein Mörder aus? Also, gibt es jemanden, der nicht mitmachen will? Der soll sich gleich melden. Oder siehst du das anders? Leute! Wo wir uns einig sind, ich fange an. Du bist schon wieder weg? Ich dachte, du schläfst schon. Nein. Gute Nacht. Was ist los? Wir schlafen. Hast du es nicht verhindert? Ich? Es war deine Frau. Morgen werden es alle wissen. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Du musst mir helfen. Bitte. Du musst auf Gott vertrauen. Du bist ein Schwein. An jemand anders, nicht an seinen Hund. Lass ihn in Ruhe. Lein, komm, komm. Lein, komm. Lass ihn in Ruhe. Komm, Lein, komm her zu mir. Gut. Jetzt falle ich um. Siehst du? Siehst du, wie ich vor dir liege? Was ist das für ein Gefühl? Hier, sehen Sie? Sehen Sie seine Augen? Der Junge hat große Teile seiner Persönlichkeit einfach weggeschlossen. Daher das Fehlen jeden Schuldgefühls und seine Unfähigkeit, Trauer oder andere Gefühle zu zeigen. Weder über die Tote noch über seine eigene Situation. Mit einer Ausnahme. Er hat auf seinen Hund reagiert. Heißt das, er sagt die Wahrheit? Der Junge hat Angst. Angst? Angst, irgendwelche Leistungserwartungen nicht zu erfüllen. Etwa in der Schule zu versagen. Angst, dass ihm die Anerkennung der Gleichaltrigen versagt bleibt. Angst, einen geliebten Menschen für immer zu verlieren. Ich weiß, wie das ist. Es ist nicht immer nur eine Frage des Charakters. Oder der Erziehung. Das ist in jedem von uns. Ja. Manchmal sind wir so hilflos, so voller Angst, dass wir nur zuschlagen wollen, vernichten, zerstören.
Töten. Töten. In der Sekunde, wo wir den Arm heben und die Faust ballen, reduziert sich unser ganzes Leben auf zwei Möglichkeiten. Wir schlagen zu. Oder etwas in uns sagt nein. Oder jemand fällt uns in den Arm. Da war niemand. Da war auch keine Stimme in seinem Kopf, die ihm sagte, tu's nicht. Nein. Denken Sie, dass er es nochmal tun könnte? Immer totschlagen. Die Erfahrungen mit jugendlichen Mördern, soweit wir überhaupt welche haben, sind in dem Punkt eindeutig. So gut wie keiner wird rückfällig. Wenn ihm geholfen wird. Also eins ist sicher, der Bürgermeister war es nicht. Was ist so komisch? Das ist Konrad, Der Sohn vom Bürgermeister. Und sehen Sie das hier? Ähnlich, aber nicht identisch. Was ist so komisch? Das da, das ist der Papi. Der Bürgermeister? Mm-mm. Der Herr Pfarrer. Verdammtes wie Gottes Arschloch! Du verlorenes Schwein! Keine Ahnung, wovon du redest. Du mit irgendeinem Psalm beruhigen sollen. Vielleicht hätte mein Alter dann nicht die Nerven verloren und mir alles erzählt. Warte, ich weiß nicht auch, warum sie so gern zum Nachmittagstee beim Pfarrer war. Worüber habt ihr da geredet, hä? Die unbefleckte Empfängnis? Wie heißt das zehnte Gebot? Kenne es. Tatsächlich? Dann kann ich es ja hören. Das zehnte Gebot! Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Deines nächsten Weib. Hör endlich auf! Sein Haus Gottes hier! Nur die Frage, wie du hereingekommen bist. Oh. Ich sehe, ihr kommt euch näher. Wanda? Wanda? Wir haben ihn. Ich war nicht der Erste, glauben Sie mir. In der Sache war sie kein Kind mehr. Sie war 14. Sie könnten ihr Vater gewesen sein. Egal, was Sie vielleicht denken, ich habe sie gemocht. Warum haben Sie sich nicht freiwillig gestellt? Ihnen musste doch klar sein, dass wir irgendwann... Ich habe gehofft... Außerdem hätte jeder gedacht, ich bin der Mörder. Wie lange gab es diese Beziehung? Etwa 2 Monate. Wo haben Sie sich verabredet? Bei Ihnen? Nein. Im Dorf beobachtet jeder jeden. Wir hatten eine Stelle... Dort, wo man sie gefunden hat? Ja. Waren Sie verabredet an dem Tag? Ja. Aber Sie behaupten immer noch, Sie seien nicht hingegangen. Wanda? Der Verschluss ist ausgerissen. Sentimentale Erinnerungen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, Dr. Augustin. Konnte ich nicht. Ich habe sie ihr am Morgen geschenkt. Sie war auf dem Weg zur Schule. Als Sie Jennifer an dem Nachmittag trafen... Kann ich rauchen? Nein.
Ich habe sie nicht getroffen. Ich hatte vor, sie zu treffen. Wir waren verabredet. Als ich kam und sie da liegen sah... Sie war schon tot, als sie gefunden haben. Wirklich originell. Ich dachte zuerst, sie ist hingefallen und nur ohnmächtig, aber dann... Warum sind Sie da nicht zur Polizei gegangen? Das glauben Sie wohl. Ich weiß doch, wie das ausgesehen hätte. Haben Sie ja deswegen die Kette abgerissen? Der andere Schmuck in Jennifers Zimmer stammt ebenfalls von Ihnen? Was war es? Hat das Mädchen Sie unter Druck gesetzt? Haben Sie die Nerven verloren? Ein 13-Jähriger wird seit fast 2 Wochen in einer Klinik betreut, weil man denkt, er ist ein Mörder. Wissen Sie, dass er glaubt, Sie seien sein Freund? Er will sogar Tierarzt werden. Nimmt er deshalb einen Mord auf sich, um den einzigen Freund, den er hat, zu schützen? War es Ihre Idee? Nein. Der Junge geht straffrei aus. Sie dagegen nicht. Geben Sie dem Jungen eine Chance. Lassen Sie ihn nicht für Sie bezahlen. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit zwischen 14 und 15 Uhr? Ich war im Stall. Allein. Wissen Sie, was ich mache? Ich besorge mir einen Haftbefehl. Die Kette beweist, dass er am Tatort war. Er hat ein Motiv. Und er hat kein Alibi für die Tatzeit. Ich bin mir sicher, 2, 3 Tage in Untersuchungshaft und er wird. Was ist das? Der Haftrichter ist der Meinung, dass die Indizien nicht ausreichen. Das... Hat er gestanden? Noch nicht, wir können... Wir können das nur an die Dienstvorschriften halten. Was ist mit der Beziehung zu Jennifer? Sie war erst 14. Reden Sie mit dem Staatsanwalt. Wenn wir nicht weiterkommen, können wir ihn wenigstens wegen Unzucht mit Minderjährigen dran kriegen. Und jetzt? Kann er nach Hause. Kann er nach Hause. Zeichen äußerer Gewaltanwendung? Nein. Wie lange war er im Wasser? 6 Stunden etwa. Wer hat ihn gefunden? Der Bürgermeister. Frau Kommissarin! Es war ein ordentlicher Mensch. Hat sich verlaufen lassen und ist dann rausgeschwommen. Deshalb übernehme ich die volle Verantwortung für die tragischen Ereignisse, die... Was heißt das hier? Die zu Jennifers Tod geführt haben. Na, Gott sei Dank, da haben Sie Ihr Geständnis. Benachrichtigen Sie die Eltern. Wir holen den Jungen aus der Klinik. Herzlichen Glückwunsch.
musst deinen Freund nicht mehr schützen. Du hast Jennifer nicht umgebracht, habe ich recht? Wenn du zurücknimmst, dass du Jennifer etwas getan hast, kannst du wieder nach Hause. Er ist tot? Ja. Er hat zugegeben, dass er es war. Hören Sie, ich finde, Sie sollten Mark jetzt nicht weiter unter Druck setzen. Wir wissen, dass du Jennifer nicht umgebracht hast. Aber wenn du Hören das Sie weiter auf damit. Behauptest, wenn du das weiter behauptest, dann denken einige Leute hier, dass mit dir irgendetwas nicht stimmt. Und dann. Mark, niemand hier denkt das du. Ich bin nicht blöd. Nicht, wenn du Jennifer nicht getötet hast. Du willst doch nicht in so einem Haus für Verrückte hier bleiben. Hier gehörst du. Hören Sie auf, den Jungen unter Druck zu setzen. Mark. Alles, was du Warum lassen Sie den Jungen nicht selbst entscheiden? Ich weiß nicht. Das ist Frau Sommer. Max Mutter. Ja. Ja, es ist alles in Ordnung. Sie können Ihren Jungen wieder mitnehmen. Danke. Und was sagt Dr. Jobst? Ach, Dr. Jobst. Sie wissen doch, wie diese Seelenklempner sind. In deren Augen gehören wir alle in eine Anstalt. Bringen Sie die beiden jetzt nach Hause. Ich gehe mit dem Staatsanwalt vor die Presse. Sein. Hat sich die Polizei entschuldigt? Sie auf. Na, kommen Sie, kommen Sie. Herr Rosenbaum, eine Stellungnahme bitte. Sie haben einen 13-jährigen Jungen in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen. Gehen Sie mir aus dem Weg. Fühlen Sie sich schuldig an dem, was passiert ist? Ich schäme mich. Für Sie. Die Vorstellung ist vorbei und jetzt verschwinden Sie. Kommen Sie. Ich bin sehr froh. Wir sind alle sehr froh. Wir auch. Wirklich. Herr Bürgermeister, was sagen Sie dazu? Die Polizei wird sich jetzt Fragen gefallen lassen müssen. Mit ihren vorschnellen Schlussfolgerungen hat sie das Land in eine regelrechte Hysterie gestürzt. Hardliner hatten sogar die Herabsetzung des Mindestalters für Strafmündigkeit gefordert. Beobachter meinen, dass die aus unbekannten Gründen kürzlich hierher versetzte Hauptkommissarin Wanda Rosenbaum die eigentlich Verantwortliche für die eklatanten Fehlermittlungen ist. Frau Rosenbaum, eine Stellungnahme bitte. Sie haben meinen kleinen Jungen in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen. Gehen Sie mir aus dem Weg. Fühlen Sie sich schuldig an dem, was hier passiert ist? Ich schäme mich. Ich schäme mich. Gut. Gut geschnitten. Abend. Abend. Wieso haben Sie das nicht verhindert? Sie waren doch dabei, als Mark sein Geständnis zurückgezogen hat. Ja, allerdings, ich war dabei. Der Junge ist regelrecht erpresst worden. Es gibt einen Mörder. Wissen Sie was, es mag für Sie ja zynisch klingen, aber mir ist es egal, ob ein Mord gesühnt wird oder nicht. Das Mädchen wird dadurch nicht mehr lebendig und einen 13-Jährigen kann man sowieso nicht bestrafen, aber man kann ihm helfen. Der Junge braucht ein Bewusstsein seiner Schuld. Mark ist ein Kind, das Hilfe braucht und die geben Sie ihm nicht. Alle sind der Meinung, dass ich mich geirrt habe. Und? Mark Sommer ist nicht schuldig. Meinen Sie das auch? Schade. Ich dachte... Was dachten Sie? Ich habe gedacht, Sie wären anders. Was ist das? Ich hätte er liegen lassen. Er hat es verschlüsselt. Ohne Passwort kommt man nicht hinein. Ich bin kein Experte. Ach. Fangen wir mit seinem Namen an. Jennifer.
Der ist schlauer, als wir alle denken. Heute haben Sie das erste Mal im Betrieb wieder mit mir geredet. Sie haben es alle im Fernsehen gesehen. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange durchgestanden hätte. Der Bürgermeister hat getan, als ob wir seit Jahren die besten Freunde wären. Fragte, ob ich am Sonntag mit zum Angeln komme. Und seine verlogene Alte hat gesagt, sie hat nie geglaubt, dass Marc das war. So. Was ist los? Ich war in seinem Zimmer. Und? Er hat Albträume. Ich habe sie gehört. Das war für uns alle schwer. Lass uns weggehen. Was? Irgendwohin, uns niemand kennt. Er war es. Bitte. Annette. Was? Gib Annette ein. Hat er noch was versteckt? Möglicherweise gibt es aktive Flächen, die uns den Zugang verschaffen. Das ist ein Computerausdruck. Virtuelle Welt nennt man das. Das ist keine Realität. Das ist ein Geständnis. Und ein Hilferuf. Vor 2 Tagen waren Sie noch selber der Meinung, dass es der Junge nicht war. Ich weiß. Und jetzt wollen Sie wieder von vorne anfangen? Das hier beweist, dass das erste Geständnis der Wahrheit entsprochen hat. Dr. Jobst hat recht. Dr. Jobst, Dr. Jobst.
Dr. Jobst hat als Psychologe ein verständliches Interesse an spektakulären Fällen. Ein 13-jähriger Mörder. Damit kann man eine Menge Kongresse bereisen. Aber er hat sie nicht nur als Psychologe beeindruckt. Oder? Ach, noch eins, Frau Rosenbaum. Die Leiche des Mädchens ist zur Beerdigung freigegeben. Jemand sollte es der Großmutter sagen und ihr bei der Gelegenheit die Sachen ihrer Enkelin bringen. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Wann werde ich Jennifer wiederbekommen? Morgen oder übermorgen. Sie war ein gutes Mädchen, was die Leute auch sagen. Vielleicht ein bisschen leichtsinnig, aber bestimmt nicht schlecht. Sicher nicht. Ich habe getan, was ich konnte. Ich weiß. Glauben Sie an Gott? Manchmal. Zuerst sagten alle, wie schrecklich das ist. Und jetzt behaupten sie, es sei ihre Schuld. Sogar der Pfarrer kann mir nicht mehr in die Augen sehen. Ich habe mein ganzes Leben lang hier gelebt. Und wenn ich gestorben bin, werden sie sagen, da liegt die Großmutter der kleinen Hure. Wenn Sie zur Beerdigung kommen? Ja, natürlich. Das heißt, dass es Dr. Augustin war. Sieht wohl so aus. Der hätte nie jemanden umbringen können. Vor allem nicht meine Enkelin. Das war der Junge. Helfen Sie ihm. Es hat keinen Sinn, dass noch jemand zugrunde geht. Frau Kommissarin! Erschlagen, das Halsband haben Sie mitgenommen. Es gibt immer noch merkwürdige Bräuche hier auf dem Land. Und deine Ahnung, wer das gewesen ist? Ich denke schon. Was wollen Sie? Kleine Hunde, ja? Da fühlst du dich stark. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Ihr blöden Schisser! Ich weiß gar nicht. Die waren's. Er lügt! Gucken Sie doch in seine Hosentaschen! Ihr seid tolle Freunde. Haut euch gegenseitig in die Pfanne. Herr Krause? Sie wollten einen Beweis. Da ist er. Das fehlte an Jennifers Kette. Sie hat sie am Tag ihres Todes von Dr. Augustin geschenkt bekommen. Er hat sie ihr am Tatort abgerissen, aus Angst. Wir haben die Kette in seiner Wohnung gefunden, weil er sie nicht wegwerfen konnte. Das bedeutet? Mark war vor Dr. Augustin am Tatort. Nachdem er Jennifer niedergeschlagen hat, hat er ihr den Löwen von der Kette abgerissen. Warum sollte er so etwas tun? Als Trophäe.
Sein Hund heißt Lion. Marks Geständnis war keine Lüge. Er ist der Täter. Gut. Und was sollen wir jetzt tun, Ihrer Meinung nach? Gar nichts. Was erwarten Sie? Der Junge ist nicht strafmündig, wir sind nicht zuständig. Was ist, wenn es wieder passiert? Ihr Dr. Jobst hat doch selbst gesagt, dass laut Statistik das Rückfallrisiko bei Minderjährigen gleich null ist. Immerhin haben wir einen Täter für die Öffentlichkeit. Und wer sollte jetzt noch etwas davon haben, wenn wir den gesamten Fall wieder aufrollen? Hinter jedem Fall steht ein Mensch. Eben. Geben wir dem Jungen eine Chance. Die hat er nur, wenn er zu Dr. Jobst zurückgeht. Der Junge ist krank in seiner Seele. Und wenn er sich nicht zu dieser Tat bekennt, nicht begreift, was er getan hat, wird er ein Leben lang krank bleiben. Und dann gibt es ein Rückfallrisiko. Und Sie übernehmen die Verantwortung, Frau Rosenbaum? Ja. Mark! Mark! Ich möchte, dass du mit mir mitkommst. Zurück zu Dr. Jobst. Der ist der Idiot, nicht ich! Ist er nicht, und das weißt du. Warum soll ich da wieder zurück? Ich habe deine Computergrafik gesehen. Das war nur ein Bild. Nein! Das warst du. Du hast Angst. Und das ist gut. Komm mit mir mit. Ich habe keine Zeit. Ich muss weiter. Du suchst deinen Hund, ja? Du willst deinen Hund wieder haben, ja? Gut. Ich zeig ihn dir. Wie ist es? Gefällt dir das nicht? Du bist doch sonst so cool. Das ist er nicht. Doch. Das ist er. Das ist nicht Lion. Wie ist es, jemanden zu verlieren? Der steht nicht wieder auf, wenn du auf die Computertaste drückst. Genauso wenig wie Jennifer. Sieh genau hin. Das macht dir doch nichts aus. Oder? Hast du Angst? Du doch nicht. Das ist er nicht. Wie ist es, wenn man jemanden verliert, den man liebt? Aber für dich ist es keine große Sache. Du bist ja cool. Das ist nicht Lion. Gehen Sie weg! Ich hasse Sie! Ich hasse Sie! Ich hoffe, ich weiß, was ich getan habe. Ich wollte sie nicht. Nur wehtun.